So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go und wir haben uns hier angesiedelt an der, wie heißt das Teil eigentlich? Ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Ist auf jeden Fall eine Brücke, ne? Eine Brücke im Park, also am Parkrand. Da lag bald Schnee, jetzt ist alles braun. Hier ist eine Brücke, da vorne gibt es eine Brücke, da drüben ist eine Brücke, das ist der Stadtpark. Das ist die Mama, guck, kennt ihr die schon? Immer schwarz gekleidet, so wie ihre Laune. Und das ist die Old Channel Bridge. Jetzt haben wir den Namen. Darauf kommt es an. Wir haben nämlich einen mega Ampharos Raid gehostet. Einen Community Raid. Wollen den jetzt wieder mit euch abhalten. Ich habe nur noch eine Minute Zeit. Ich will ganz kurz mal die Teilnehmer vorlesen. Wenn ich weiß, wie man zum Community Tab kommt. Einfach bei YouTube mal Ramses der Dicke eingeben. Dann habt ihr hier oben so Dings. Da steht Community. Da sind dann Kommentare und dann gucke ich ja immer neueste zuerst, dass ich die ersten 10 Leute, die sich anmelden, einlade. Wir haben jetzt also UHW, wir haben Jototox, wir haben Kevin KD, Eisstein, Andi der Wanderer, Genaya, Sephia, Annelie, nur Leggy Raids, trägt sich ein für einen nicht legendären Raid. Dann Kulidita, ich habe gerade gesehen, Sephia war auf dem einen Handy noch nicht angenommen. Müssen wir mal gucken, ob sie das jetzt schon gemacht hat. Und bei dem anderen hat Andi der Wanderer noch gefehlt. Die sind bestimmt jetzt aber gleich da. Ich muss jetzt kurz was Kleines fangen zum Übergang. Hier haben wir der Mama auch extra schön eine Brottüte hingelegt. Die spielt nämlich zwei Handys. Die anderen Handys packe ich einfach hier drauf, ungefähr so. Da ist nämlich auch Schnee, deswegen immer das IKEA-Tablet dabei. Dann könnt ihr hier in Ruhe spielen. 6 Accounts, 10 Leute einladen, 16. Mal gucken, wer reinkommt, mal gucken, wer fehlt, mal gucken, ob es gut ist, mal gucken, ob es shiny wird. Sammelt auf jeden Fall mega Energie und dann muss ich sie irgendwann auch noch entwickeln. Das aber in einem anderen Video. So, wir gehen mal auf die Arena drauf. Ich habe euch jetzt einfach hier in den Schnee gestellt. Ich hoffe, das passt so. Die Mama weiß wieder nicht, wann sie rein muss, wann nicht. Jetzt werfe ich die Pässe ein. Jetzt kannst du deine auch einwerfen. Einfach auf die Pässe drücken, dann müsste das gehen. Hier drüben bei den zwei iPhones nehme ich mir mal die, die ich mit Punkt markiert habe. Das sind hier Annelie, Nurlechi Raids, Kulidita, Genaya, Eisstein, Jotox, Kevin. Und jetzt gucke ich mal, ob die anderen zwei noch angenommen haben. Dann stehen die nämlich bei den Leuten, wo das Freundschaftslevel am niedrigsten ist. Ich sehe keinen Andi der Wanderer, sehe ich leider nicht. Vielleicht sollte ich nochmal drauf, nochmal raus. Also Andi der Wanderer und Sephia oder wie auch immer, keine Ahnung, haben wahrscheinlich die Freundschaftsanfrage noch nicht angenommen. Ich sehe zumindest nichts. Nö. Wieder zwei Plätze, die theoretisch zwei andere Leute hätten einnehmen können. Aber das verstehe ich ja eh nicht. Ich sage immer, die ersten 10 Leute werden eingeladen. Und ich sehe jedes Mal, wie jemand sich einträgt als Nummer 25 und sagt, warum habe ich kein Herz? Warum hast du mich nicht eingeladen? Ich war so schnell da. Deswegen immer am besten auf Neueste zuerst, dann seht ihr ja die tatsächliche Liste. Ich muss danach gehen. Bei euch sieht das manchmal komisch aus, dass ihr denkt, hä, da ist doch gar keiner, der hat gar nichts gemacht. Der hat einfach zwei Leute eingeladen und das war's. Das wurde letztens auch geschrieben. Ich war der Vierte, du hast also nur drei Leute eingeladen oder wie? Nee, ich habe alle eingeladen, aber was jetzt bei den zwei war, weiß ich nicht. Ich muss das immer takten auch. Ich sitze zu Hause, ich sehe, der Raid geht auf und muss den in dem Moment posten, wo ich schon weiß, was drin ist. Dann habe ich nur eine bestimmte Zeit. Ich muss auch hierher kommen. Ich adde also diese Leute, sobald ich alle geaddet habe, laufe ich los. Laufe zu dem Raid. Wenn ich an dem Raid stehe, haben die im besten Fall auch schon alle angenommen. Ja? Sodass ich die auch einladen kann. Manchmal passiert es wie jetzt, dass sie eben gar nicht angenommen haben und dann eben deswegen auch nicht mitmachen können. Jetzt ist hier die App wieder ausgegangen. Jetzt kannst du übrigens draufdrücken, weil es jetzt losgeht. Jetzt muss ich mal schauen, ob der eine hier noch reingeht. Wenn nicht, ist er halt... Ah, er geht zurück zur Lobby, obwohl die App komplett abgestürzt ist und komplett raus war und du das Handy nochmal neu startest und der Kampf schon losgegangen ist und du dann einfach auf die App gehst, kannst du trotzdem in die Lobby, in der du nicht warst, als es angefangen hat, also, ach, keine Ahnung, egal, das klingt alles kompliziert, wenn ich das erkläre, wird es noch komplizierter, ich finde aber auf jeden Fall, Niantic hat das gut umgesetzt, dass die Pässe nicht mehr so verloren gehen, wie das sonst war.
Sonst waren die Pässe einfach fort bei jeder Gelegenheit. Jetzt hast du so viele Möglichkeiten, die Pässe sozusagen zurückzuholen oder dich nachträglich immer noch zu entscheiden, machst du den Raid nun doch mit oder lässt du lieber deinen Pass bei dir. Der ist nämlich nicht weg, wenn ihr den einwerft. Erst, wenn ihr wirklich aktiv im Kampf seid und mitkämpft. Es geht auch ziemlich fix. Jetzt ist die andere App auch ausgegangen. Jetzt habe ich hier keine Internetverbindung mehr. Jetzt ruft der Isbo an. Jetzt habt ihr alle seine Nummer gesehen. Da freut er sich bestimmt. Jetzt drücke ich hier weiter durch. Deswegen ging auch hier bei der App nichts mehr. Weil das große Handy ja das ist, was einfach überall den Hotspot gibt. Jetzt kannst du übrigens aufhören auch zu tippen. Weil er ist eh tot, ne? Ist eh tot. Aber ich sehe schon, ich habe das Bild ziemlich in der Mitte gehabt. Wenn ich hier so stehe, ich glaube, das passt wieder nicht. Und guck, die Mama hat einen Mundschutz an. Die Mama ist nämlich sehr vorbildlich. Ich habe meinen Attest, ja, deswegen. Ich bin ja fettleibig, da brauche ich keins, weil dadurch habe ich ja Atemprobleme. Und deswegen kann ich auch ohne, solange keiner was sagt. Nein, meistens lassen die Leute einen in Frieden. Oder wenn jemand mal was fragt, finde ich das sogar gut. Dann sieht man wenigstens, dass sie das wirklich, dass sie dem nachgehen und nicht einfach jeden machen lassen, was er will. Jetzt muss ich mal hier schauen, 16.2. Hier bin ich wieder rausgeflogen. Das möchte ich nicht anmachen. Das gucken wir uns gleich an. Ich lasse das mal kurz so drauf. 16.2 bisher das höchste. 16.9 höher. Und was hat die Mama da? Wir können euch mal kurz da runternehmen. Wir schauen, was bei ihr hier drin ist in den zwei Handys. Auch die Pokémon-Bewahrung, Aufbewahrung voll. Oh. Schmeißt man da weg? Nix. Dann schmeißen wir das halt mal weg. Nein, ich will keinen Tag machen, ich will das weghauen. 1554, das ist glaube ich das schlechteste bisher. Ja, ganz normal. Auch wieder kein Shiny, aber 1570. 1554, immer noch das schlechteste. Und wir sind mal gespannt, was der Große zu bieten hat. Da könnte man es eigentlich schon sehen, aber der hat 1598. Gut, das heißt, 16.9 ist das Beste. Brauche ich eigentlich nicht fangen. Nehmen aber trotzdem mit. Ging nur um die XL-Energie, dass wir es mal entwickeln können. Für männlich, für weiblich, für den Megadex eben. Wir stellen euch trotzdem nochmal hier rein. Hängen uns an den Rand und versuchen es mal mit doppelten Bonbons zu fangen. Ja, das heißt, ihr nehmt eine gelbe Beere auf das gelbe Pokémon. Wir stellen sogar extra mal den Kreis ein. So. Willst du auch versuchen zu fangen? Ich kann das nicht. Ich kann das auch nicht. Alf, im Endeffekt fliege ich eh bei allen und fange was anderes. Erster Ball drin. So sieht's aus. Ne? Und dann, was ist dann? Das machen wir jetzt mal. Das ist gut fürs Video. Ich bewerte es mal kurz. Ja, okay. Jetzt blenden wir das mal aus. Nimm dir einfach mal ein Handy. Irgendeins sind zwei Stück. Eins ist links, eins ist rechts. Und jetzt kannst du mal. Drück mal links auf die Beere kurz. Jetzt wisch das mal nach rechts rüber. Wo ist denn rechts? Was? Das? Ja. Und da hast du so eine goldene. Nimm mal die goldene, tipp die mal an. Das ist die goldene. Ja, die in der Mitte, genau, die goldene Mitte. Nochmal, das hat nicht gezählt. Jetzt tipp nochmal die Beere an, dass sie auf das Pokémon fliegt. So. Jetzt ist das im Prinzip ein bisschen geschwächt, könnte man sagen. Oder es ist abgelenkt, weil der Adi ist ja auch, wenn er am Futtertrog steht und frisst, kriegt er ja auch nichts mit. Das ist jetzt ungefähr so. Und jetzt kannst du den Ball nehmen und mal versuchen, auf das Pokémon zu schmeißen. Und gucken, ob du triffst oder ob sonst was. Ja, toll. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite, damit ich deine Wurfhand nicht blockiere. So. Ja, das war wieder zu lasch. Einfach mal mit mehr Druck, mehr Power einfach das ganze Handy mit wegschmeißen. Hat wenigstens das Pokémon getroffen. Mal gucken. Nimm am besten nochmal eine goldene Beere, weil die ist ja jetzt weg, der Effekt ist ja weg. Man sieht schon, wie ein Profi, du kennst dich aus. Jetzt wirfst du die Beere wieder drauf, jetzt ist es wieder abgelenkt und jetzt kannst du wieder versuchen, den Ball drauf zu schleudern. Wow, sogar großartig. Das sind zwar keine Curveball-Würfe, aber mit etwas Glück kann es natürlich sein, dass das trotzdem drin bleibt. Wieder die Beere, weil die hält immer nur einen Wurf. Wenn du jetzt, genau, nochmal. Ja, du bist immer so zimperlich. Du musst da richtig den Bildschirm eindrücken. Ne? Genau, erst füttern und dann werfen. Ging zwar neben den eigentlichen Kreis, aber war immer noch im Großen. Also
Zählt aber noch nicht. Wir haben ja noch 8 Bälle, also 8 Versuche hättest du noch. Wo ist die Beere? Ach so. Wo ist die Beere? Ja. Ich meine, man kann auch ohne werfen, aber mit Beere hast du eigentlich eine bessere Chance. Wie gesagt. Was haben wir? Ja. Oh Mann. Einfach nur einmal beherzt draufdrücken in die Mitte. Das ist, weil du beim Drücken eben halb schon gewischt hast und dann war die Beere verwirrt. So, einfach die Beere andrücken und wieder den Ball. 7 Versuche haben wir noch. Oh. Na, das sah doch gut aus. Guck doch mal, der wird schön gerade, da trifft er wenigstens drauf. Und es ist drin, guck. Hey, dein erstes gefangenes Pokémon. Beziehungsweise dein erstes gefangenes Mega Ampharos. Obwohl es nur normales war. So, jetzt fasse ich dich noch ein bisschen an. Und dann... Dankeschön. Wenn du willst, kannst du das ja auch noch in Ruhe fangen. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr auch schon Mega Ampharos gradet? Habt ihr es schon entwickelt? Habt ihr ein Shiny aus dem Raid bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und wir laufen jetzt wieder durch diesen Park zurück. Ich meine, da drin sieht es schöner aus als hier. Das Problem, da drin war alles schön weiß. Und hier wird es braun, weil hier der Schnee weg ist und jeder, der von hier aus da reinläuft, macht erstmal Dreck. Aber der Dreck nimmt ab und dann ist alles nur noch weiß. Also herrlich. Lauft auch durch den Park, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und versteckt euch vor der Polizei. Nein, alles wird gut. So, das war's jetzt aber.